Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Nation. Und ja, leider kein Schluckauf in der letzten Folge. Wie gesagt, die Anspannung macht's. Was ja, ist denn? Der ist langsam, das sind doch Rocker, oder? Ja, hallo! Dieses Sons of Energy. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Ja, richtig. Ja. Ja, und wir sind weiter auf der Jagd nach immer den gleichen Zombies. Zombies. Ja, und damit auf die nächste Folge zur E3. Ja, wir haben dann so gut wie alle wichtigen Themen abgegrast. Ja, genau. Die wichtigsten für uns auf jeden Fall. Da gab es ja jede Menge anderen Stuff noch. Auch an den nächsten Tagen, aber wie gesagt, da kann man ja gar nicht alles in 10 Minuten Folgen reden. Hätten wir jetzt halbe Stunde Folgen, dann wäre da wieder was anderes. Haben wir aber nicht. Was nicht ist, das ist nicht. Oh, aber das wäre auch schon so viel dazu hören. Ja, du hast ja die Themen ausgesucht. Du hast gesagt, das ist interessant. Ja, ist das ja auch. Wenn aber als erstes, dann ist das so. Wie gesagt, die E3 ist jetzt wahrscheinlich, wie wir auch schon vorher gesagt haben, 2 Wochen her. Ja. Ja. Ja, anderthalb. Ja, gut. Ja, da ist ja noch ein bisschen frisch. So. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Genau. Auch weiter auf der Liste. Fangen wir mal weiter an. Destiny auf jeden Fall auch ganz groß bei uns auf der Liste. Ja. Ja, auch Koop, Multiplayer. Von den Halo-Machern. Mit interessanten Geschichte. Habt euch vielleicht auch schon ein bisschen mit beschäftigt, mit diesem Traveler, dieser Riesenplanet, der auf einem Planeten aufsteht. Ja. Scheint interessant zu werden. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr so stark auf die ganzen Spiele ein, weil wir da auch wirklich den Zeitrahmen sprengen. Wobei, wie gesagt, wir sind Fans. Dann, ja, genau, Destiny werdet ihr auch auf dem Channel auf jeden Fall zu sehen, wenn ihr dann bereit ist. Wohl ist hier auch abzuwarten, ob es ein Abo gibt. Dazu ist ja auch noch nichts bekannt. Stimmt. Aber egal. Dann machen wir weiter. Sony genau, die haben das erste offizielle Mortal Kombat 10 Gameplay released. Freue ich mich auch mega drauf. Werdet ihr wahrscheinlich auch was zu sehen, ein paar Kämpfe hin und wieder mal. Absolut. Habe ich auch, Mortal Kombat 9, den Teil davor, den habe ich auch mitgekriegt. Das spielt vielleicht lässt sich ja dazu überreden, da mal mitzumachen. Ja, Mortal Kombat. Hat sie mal dazu was gemacht. Auch mal, glaube ich, nicht so viel. Fatality, Finish. Damit ist alles gesagt. Auf jeden Fall geil. Ja. Was steht denn noch auf deiner schlauen Liste? Ein großes Thema, aber eher weniger für mich, weil jetzt ja Schande über mein Haupt, ich habe noch nicht ein Metal Gear Solid Teil gespielt. Ja, du auch nicht. Ich habe gehofft, dass du es nicht ansprichst. Ja. Aber ich habe schon in Metal Gear Solid Teil reingeschaut. Ja, ich auch. In Metal Gear Solid Rising. Der Spin-off mit Rise. Ja, weil so ein Hack and Slay ist. Hack and Slay sind eigentlich eine meiner Lieblingsgenre. Ja. Dazu gab's. War ein Trailer. Trailer mit Gameplay, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall großes Thema für die. Ja, für die ist ein großes Thema, ist das, würde ich sagen. Oh. Das ist ein Rätsel dann schon. Ich hab vergessen, dass man den Gewehrschuss aufladen kann. Ja, mit dem kannst du gedrückt halten, ne? Ja. Und dann wird der Laser auf. Kannst du mal kurz zeigen? Ja, ja. Achtet mal auf die Laser. Die werden auch ein bisschen intensiver. Und dann schauen wir mal hier. Ich glaube, die schießen doch die Helme weg zum Beispiel. Oder? Lass mal ja, kurz. Die so schlagen auch. Wir können mal kurz gucken, ob wir ein Opfer finden. Am besten mehrere, weil die durchschlagen, wie gesagt. Genau. Ja, voll daneben. Ja. Hier sind 2 und dann haben wir direkt die Köpfe dann nicht weg. Das erspart Munition, Geduld und Zeit. Das ist das Motto dieses Spiels eigentlich. Ne, Metal Gear Solid zurück. Ist ja ein riesen Franchise, muss man dazu sagen. Super erfolgreich. Und Hideo Kojima. Ja, sind wir mal gespannt. Es braucht Munition. Wird auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Dann kommt wiederum doch ein großer Titel für mich. Batman Arkham Knight. Da gab es ja auch ein Gameplay zu dem Batmobile, auch im Battle Mode.
Alter, und das Gameplay, das war auch so richtig fett. Boah, hab ich richtig Bock drauf, ey. Aber es dauert alles so lang. 2015. Wurde ja alles verschoben. Das Unwort SMG, des Jahres Shot Flame Thrower. 2014. Verschoben. Ich hab mir einen Flammenwerfer gekauft. Geh mal kurz aus dem Weg. Nice. Ja, das sieht doch nicht verkehrt aus. Sieht heiß aus. Hier würde ich gerne auch mal. Full Health. So, du warst, ja, okay, das war schon. Ja, Batman, die Teile davor, die haben ja auch richtig gerockt. Haben mir richtig Bock gemacht. Auch der letzte Arkham Origins, der kam ja nicht mehr von Rocksteady. Aber, welches Studio war das? Fällt mir gerade nicht ein, aber die haben auch einen guten Job geleistet. $30.000. Pumpe ist gekauft, dann Pumpe mal aufwerten. Feuergeschwindigkeit. Und Durchschlagskraft. Haben wir nochmal ein Magazin? Na gut. Hier haben wir auch alles. Wunderbar. Alles Klärchen. Ja, gehe ich mal auf die Jagd. Halt auch, boah, die Grafik. Auch mega geil. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Auch überhaupt, was Spiele nächstes Jahr allgemein drauf haben. Hielt sich dieses Jahr noch ein bisschen in Grenzen, aber ich denke mal, dass die Next-Gen-Konsolen nächstes Jahr richtig durchstarten werden. Ich bin auch, sehe dem auch positiv entgegen, weil ich möchte lieber fertige Spiele haben, die gut aussehen. Ja, aber ich verstehe nicht alles, was die Entwickler da machen. Alle kündigen sie es an und dann verschieben sie es mittlerweile. Ja, das ist wie gesagt zur Mode geworden. Also, Pair oder was? Das hört ihr. Egal. Full Health. Ja, und ach, endlich das abschließende Thema zur E3, zu den Pressekonferenzen. Aber auch wirklich mein allergrößtes Highlight. Oh, was explodiert denn da jetzt? Natürlich auch wahrscheinlich von vielen von euch. Von euch 20. Wir sind hier durch. Ja, Uncharted 4. Oh. Der Cutscene haben wir gesehen. Natürlich, ja, das Standspielszenen. Wird in diversen Foren heiß diskutiert, war das jetzt doch nur eine Cutscene, war das Spielszene. Aber hallo, normalerweise ist es fast eine Frechheit, Naughty Dog in Frage zu stellen, weil Naughty Dog ist einfach auch das geilste Entwicklerstudio. Immer geile Spiele, immer für PlayStation gemacht. Mit Crash Bandicoot hat das auf der PS1 angefangen, da habe ich das schon gespielt, Naughty Dog. Nur da war mir noch nicht so richtig interessant, wie das. Die Entwickler, da hat einer da noch nicht interessiert. Die hängt ja ab. Ja. Für PS2 kam dann die grandiose Jack und Dexter Reihe. Für PS3 natürlich dann die Uncharted Trilogie und Last of Us. Ja, und jetzt auch für PS4. Der Mann, er ist halt, ist er Ethan? Ethan Rennie? Nee, das ist John Bon Jovi. Scott Ethan. John Bon Jovi ist das. John Bon Reddy. John Rambo. Ja. Ja, viel bekannt ist so Uncharted nicht, muss man dazu sagen. Alter, das ist ja krass. Viel bekannt ist wirklich nicht, nur dieses eine Gameplay. Ja, leider kann man dazu wirklich nicht viel mehr sagen, außer dass es eh mega geil wird. Das Setting wird natürlich ein bisschen düster. Und ich habe dummerweise das Gefühl, dass da vielleicht der ein oder andere unser Lieblinge aus Uncharted abtreten muss. Und da ist das Level auch schon wieder vorbei. Mission ist beendet. Passt perfekt in den Zeitrahmen. Passt perfekt in den Zeitrahmen. Ja. Spaziergang. Ich bin ein riesen Uncharted-Fan auf jeden Fall, muss gesagt werden. Alle Teile mega weggesuchtet, alle meistens auch direkt am Release-Tag durchgespielt. Weil ich konnte mich nicht halten. Ja. Freunde, das war's. Mit der E3. Genau, das war's dazu. Mit unserer großen E3-Rundschau. Einfach perfekt. Vom Timing her sagenhaft. Level geschafft, E3 geschafft. Ja. Folge geschafft. Folge geschafft. Aufnahmesession geschafft. Und dazu ist jetzt nochmal zu sagen, ja, das kommt vielleicht jetzt ein bisschen spät, aber das ist immer noch eine und dieselbe Aufnahmesession. Ja. Und daher konnten wir noch nicht auf Kommentare eingehen. Genau, das werden wir aber jetzt machen. Denn wir machen Stimmt. jetzt auch für heute Schluss. Ja. Und nehmen dann auch nächste Woche erst wieder auf. Also können wir alles uns durchlesen, falls jemand was schreibt. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
dann scheint er nicht so katastrophal zu sein. Aber wir können, wenn dann, erst auf die Sachen eingehen in 2 Wochen. Ja. Und dann fangen wir erstmal aufzunehmen. Und dann denke ich mal, dass wir in 3 Wochen das dann so umsetzen können, wie ihr es dann haben möchtet. Richtig. Wie gesagt, nochmal macht Spielevorschläge. Sehr gerne. Abonniert uns. Genau, wir freuen uns über jedes Abo, über jeden Daumen nach oben, wie man das so kennt von YouTube. Und bei Facebook. Ja, und alles liken immer. Hashtag. Hashtag, Schön super geil. Hashtag, ja. Und übrigens, ist super geil. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir machen jetzt komplett Schluss. Aber nicht mit Dead Nation und nicht mit Trine 2. Da geht's bald weiter. Aber bis jetzt sind wir erstmal durch für heute und wünschen euch noch einen schönen Tag. Genau. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.